In der Slowakei will die Regierung mit Massentests die steigende Zahl von Corona-Infektionen in den Griff bekommen. Auch bei der ersten Welle hatten die Behörden zu dieser Maßnahme gegriffen. Die Teilnahme an dem Test ist freiwillig, aber wer nicht mitmacht, riskiert, in häusliche Quarantäne zu müssen. Wenn es nötig ist, dann ist es so. Wir müssen alle zur Arbeit, also haben wir keine Wahl. Neue Beschränkungen auch in Polen, wo die Behörden an diesem Wochenende eine neue Rekordzahl an Neuinfektionen vermeldet haben. Ende der Woche gab es 28.000 neue Corona-Infektionen und damit über eine halbe Million aktive Corona-Fälle im ganzen Land. Der Online-Buchvermarkter Bookshops.org hat pünktlich zum zweiten Lockdown in Großbritannien eine eigene Webseite ins Netz gestellt. Dort können unabhängige britische Händler ihre Bücher verkaufen, ohne auf Amazon angewiesen zu sein. Das Modell stammt aus den USA und bringt den Händlern angeblich höhere Erlöse. In der französischen Stadt Saint-Étienne hat eine Privatklinik die Zahl der Intensivbetten für Corona-Patienten vervierfacht. Am Freitag wurden in Frankreich über 60.000 neue Infektionen registriert, ebenfalls ein neuer Rekord. In der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat eine Untersuchung gezeigt, dass genauso viele Coronaviren im Abwasser sind wie im Mai dieses Jahres. Die Forscher schließen daraus, dass die aktuell gemeldeten höheren Zahlen nicht nur auf mehr Tests zurückzuführen sind.